Grüße. Diese Review wird eine relativ kurze Review. Es geht um die Amazon Basics Gewebeplane. Wir kennen Gewebeplan aus dem Baumarkt und warum diese Review ziemlich kurz wird, das erfährst du gleich. Ja, ich wollte mir mal Amazon Basics angucken. Hierbei zum Beispiel eine Gewebeplane. Gewebeplane braucht man immer mal gerne oder kann man als günstige Alternative benutzen, um sich zum Beispiel ein Tarp zu bauen, um das als Unterlegmatte zu benutzen und so weiter und so fort. Da sind diese Teile natürlich wirklich toll. Sie sind relativ robust, günstig und langlebig. Jetzt habe ich ein Problem mit diesem Ding. An sich fühlt es sich sehr wertig an, aber direkt beim Auspacken passiert was? Die Doppelöse bricht sofort raus. Beziehungsweise die ist nicht mal rausgebrochen durch mein Zutun oder so, sondern die liegt einfach dabei. Das heißt, wenn ich da jetzt an die Ecken ein Seil anbringe, dann reißt das Ganze ein. Die ganze Verstärkung der Öse ist somit hinfällig und das Produkt für mich zumindest nicht benutzbar. Wenn du es wirklich nur als Plan zum Überlegen auf etwas benutzen möchtest, dann ist das wirklich gar kein Problem. Aber natürlich, wenn du damit etwas abspannen willst, was man natürlich auch oft mal vielleicht auf dem Hänger tun möchte mit Abspannenseilen, ne? Man möchte das vielleicht ja nicht nur als Tarp benutzen, dann, ja, das Ding ist so einfach nicht benutzbar. Das ist natürlich ein bisschen schade. Wenn es benutzbar wäre, wäre es eine vernünftige Plane zu einem vernünftigen Preis, muss ich ganz ehrlich sagen, im Vergleich mit dem Baumarktplan. So kann ich nichts anderes geben als einen Daumen runter. Das tut mir natürlich sehr leid, aber so ist das dann halt. Wenn du dir die genaueren Daten der Plane einmal angucken möchtest, unten in der Videobeschreibung findest du natürlich einen Link. Und vor allen Dingen, was noch viel wichtiger ist, Ersatzplanen. Planen, die ich getestet habe, die ich deutlich besser fand als diese. Kannst du gerne mal reinschauen. Alle Links da unten sind natürlich Affiliate-Links. Falls du selber dir mal so eine Amazon-Plane bestellt hast und es bei dir keine Probleme gibt, dann schreib es doch einfach mal in die Kommentare unten rein. Ich möchte natürlich hier nicht die einzige Stimme sein und am Ende eine unglückliche Ausnahme sein, dass ich sie bestellt habe und sie war schlecht. Das kann ja immer mal passieren. Ich hoffe, diese kleine Review und wirklich kurze Review hat dir gefallen. Guck dich doch nach weiteren auf meinem Kanal um. Wie gesagt, auch einige Planen habe ich bereits getestet. Da kannst du dir die Videos angucken für verschiedene Anwendungszwecke, verschiedene Größen und ähnliches. Ich hoffe, wir sehen uns dann bei den nächsten Videos. Bis dahin. Tschüss, tschüss.